Halli, hallo, hallo, halli, Turinerhaus gecheckt. Leute, es ist warm hier in Shanghai, das ist Wahnsinn. Wir sind gerade angekommen, jetzt kommt ein kurzes Fazit von mir an euch. Und ich sag jetzt erstmal, bevor ich mein Jetlag mich quasi ins Bett bringt, starten wir jetzt los. Ich finde es natürlich sehr interessant, dass ich euch das zeige, was ich ja natürlich live erlebe. Bevor wir aber mit der ganzen Rubrik des Tages beginnen, wollte ich euch einfach nur nochmal hinweisen, vergiss natürlich nicht, die Glocke einzuschalten und zu subscriben. Ohne eure Unterstützung und eure zahlreiche Hilfe würde es nicht funktionieren, dass ich mir sowas Tolles einfallen lasse für euch, damit ihr auch Shanghai seht von meiner Perspektive mit einer kleinen Tochter und wie wir quasi die paar Tage so schön wie möglich gestalten. Der Großteil wird natürlich sein, dass ich China besuche, ein bisschen China erkundige, sprich ich werde nach Peking gehen und ich werde nach Shanghai ein bisschen, also Shanghai werde ich ein bisschen bestäubern, Peking werde ich ein bisschen bestäubern und die letzten paar Tage werde ich danach dann mit eine sehr gute Freundin besuchen. Wir sind halt wirklich weggeflogen am Wochenende und deswegen konnte ich halt dieses Update auf die schnelle Art und Weise zu machen. Apropos, ich muss mich jetzt nur schon dafür entschuldigen. Ich weiß nicht, wie das Wi-Fi in jedem Land funktioniert. Kann sein, dass die ein oder anderen Videos immer verzögert kommen als den eigentlichen Tag geplant. Aber ich sage das immer rechtzeitig in meinen Social Media Portalen, sei es Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat. Also verfolgt mich da und shared, like, teilt dieses Video natürlich auch, damit alle anderen, die sich für Reisen interessieren, die sich für was Besonderes interessieren, auch immer wieder informiert sind. So, zurück zum Eigentlichen. Wir sind am Wochenende weggefahren und die wichtigsten Sachen habe ich eingepackt. Ich habe zwei Koffern dabei. Ein Koffer für sie mit Regensachen und so weiter und so fort. Ich habe vom Wetter her geschaut, wie die Lage hier in die Tage sein werden in China und in Tokio. Und ich habe das dementsprechend von meinem Koffer her angepasst und ich habe geschaut, dass ich so wenig wie möglich mitnehme, weil man weiß ja nie, vielleicht kauft man Bier oder so das eine oder andere ein, was ich ja natürlich vorhabe, weil ich habe eine große Familie und die wollen wahrscheinlich ein paar schöne Mitbrinzeln und so. Und ich schaue, was ich halt tun kann. Und ich müsste mich erkundigen wegen dem Visum, denn es ist tatsächlich so, dass man, wenn man länger als 144 Stunden in China verbringt, muss man einen Visum beantragen. Das war für mich wirklich das Spezielle und ich bin genau bei der 144 Stunden, also quasi 4, 5 Tage. Und wenn ich darüber hinaus da gewesen wäre, würde es schwierig werden, weil dann bräuchte ich tatsächlich ein Visum. Also maximal 4, 5 Tage für Leute, die halt wirklich Bock haben, nach China zu gehen. Maximal 4, 5 Tage ist ohne Visum, darüber hinaus meldet euch. Und dadurch, dass ich gedacht habe, dass ich quasi diese Festversion mache, habe ich kein Visum zahlen müssen. Andere Sache ist auch China von der Luft her, also ich merke das schon an meinem Hals und an meiner Nase sehr stark. Es ist halt sehr, sehr, sehr belastet, muss man schon zugeben. Ich zeige euch mal was. Ich habe mir die hier besorgt im Flughafen. Ich hole das jetzt gleich, die Packung. So, ich habe die Packung jetzt geholt. Ich habe mir die Packung jetzt hier besorgt. Da sind 7 Stück drin. Eine Packung davon, nur nebenbei gesagt, Leute, das kostet 39 nicht Euro, sondern chinesische Währung. Nicht 39 Euro von der chinesischen Währung, würde ich sagen. Und das ist sehr, sehr, also umgerechnet, das heißt sehr, sehr teuer. Also umgerechnet würde ich sagen, ja, schon 20 Euro, 20, 21 Euro, sowas. Ja, und wir haben aus Versehen 2 Packungen gekauft, weil wir die Sprache nicht lesen konnten. Meine Kleine und ich, aber ihr müsst euch wirklich drauf achten, das sind 7 Stück drin. Das reicht für jeden Tag.
Aber wir haben es halt nicht gecheckt und haben 2 Packungen gekauft. Jetzt haben wir 40 Stück und ich denke mir so, was mache ich damit? Ja, weiteres ist halt auch, ich habe mir natürlich gedacht, ich muss unter die Leute gehen, ich muss die Menschen sehen und allen drum und dran. Also habe ich Airbnb genommen und bin jetzt in einem wunderschönen Apartment, den ich euch kurz anschließend danach kurz zeige, wie das dann aussieht quasi. Und in dem wunderschönen Apartment kann ich kochen, in dem wunderschönen Apartment habe ich ein Bett mit meiner Tochter zusammen, da können wir zusammen schlafen. Wir haben 2 Balkone, ich zeige euch das einfach alles später. Und es ist halt wirklich klein, aber fein. Und wenn man halt wirklich seine Ansprüche halt nicht unbedingt höher stellt und der Fokus wirklich auf das Reisen und auf die Leute stellt, ist es natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Die sind hier sehr, sehr nett. Also ich wüsste ja halt nicht, welche Straßen und so, manche Sachen sind auf Englisch festgelegt, also irgendwo auf Englisch geschrieben, aber manche Sachen auch nicht. Und die sind sehr freundlich gewesen und eine Dame hat mich sogar bis vor der Haustür gelotst. Also das habe ich mir gedacht, so wow, also muss ich schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Und es ist fast dunkel und allem. Vielleicht haben sie keine Zeit oder so, dachte ich mir, aber Wahnsinn. Also die sind sehr, sehr hilfsbereit, das finde ich super. Überall kriegst du Wi-Fi hier umsonst und das ist ideal, wirklich. Aber manchmal ist es sehr langsam, also 4G ist das Maximum, was ich bis jetzt bekommen habe. LTE, glaube ich, muss man schon in den etwas, also wenn man wirklich so 5-Sterne-Hotel hat oder so, da glaube ich, das ist LTE da möglich. Aber momentan habe ich auch am Bahnhof, am Flughafen und so weiter, hatte ich immer maximal 4G und wenn man halt dieses Fast-Internet gewohnt ist und so, ist es halt eine Umstellung für Videos, Übertragungen und so weiter und so fort. Ja, gut, das ist so die kurze Rubrik. Jetzt kommt die kleine Vorführung. Ich zeige euch kurz die kleine Wohnung, aber feine Wohnung. Starten wir mal. Ich drehe mal die Kamera um. Das ist unser kleiner Chaos quasi. Das ist das Bett, wo wir halt alles soweit haben. Sie hat schon für die Kleine hat schon ihr Kleid aufgehängt, wie man so schön sieht. Unsere Koffer sind noch nicht komplett ausgepackt. Ja, ich denke mir halt so 4 Tage und so, da braucht man nicht so viel auspacken. Wir haben hier quasi unsere Utensilien, die wir halt für die Fahrt hatten. Hier ist noch ein bisschen Kleingeld fürs Essen. Ja, so Leute, meine chinesischen Dollars, wie man es so schön nennt. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Yin Yang oder so, keine Ahnung. Ja, dann geht's weiter. Das ist quasi unser Bereich, wo wir schlafen. Dann geht's richtig schön nach unten. Unten angekommen haben wir gleich eine wunderschöne kleine, aber feine Küche. Mit dem Nötigsten, was wir brauchen. Also wirklich Herdplatten, Dunstabzugshaube, Wasserkocher und Pipapo. Und hier ist das Bad, wo die kleine Prinzessin, oh, das ist eine Schiebetür, oh, voll vergessen. Mami, gefällt dir das Baden? Ja, aber zu wenig Wasser. Zu wenig Wasser? Ich habe nicht so wenig Wasser gemacht, weil du sonst keine Wasserverschwendung machen sollst. So, ich habe halt wirklich jetzt die kurze Einführung gesehen. Weiter ist es natürlich auch, dass man nicht, ich darf nicht vergessen, eines zu sagen, hier ist auch das andere Problem, was ich jetzt auch festgestellt habe, ist auch mit dem warmen Wasser, Kaltwasserproblem und so. Was heißt Problem? Das ist halt, mein Gott, das ist Urlaub, muss man halt einfach hinnehmen. Also bei denen dauert es auch ein bisschen lange, bis das warme Wasser kommt. Also habe ich jetzt einfach einen Trick gemacht. Ich habe den Wasserkocher genommen, habe 5-mal das Wasser warm gemacht und das in die Wanne reingeschmissen. Und bis da war es schon perfekte Temperatur für die Kleine zu baden. Von daher, ich werde mich jetzt auch fertig machen. Ich für meinen Tag sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht natürlich Glocke und abonnieren, Leute. Und morgen bzw. die Tage, ich weiß nicht wann das online geht, wie ihr sagt, deswegen, sorry Leute, die Tage werde ich euch natürlich eine wunderbare Info zeigen und wunderbare Sachen zeigen, wie wir halt unseren Tag im Zoo verbringen oder wie wir unseren Tag an der chinesischen Mauer verbringen, bzw. wie die Anfahrt da ist und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, sie hilft mir dabei, deswegen bin ich super, ich weiß nicht. Okay Leute, schaut euch die älteren YouTube-Videos an. Die sind natürlich sehr, sehr interessant und die sind sehr ideal. Ich hatte ja die letzte Woche
Ich hatte ja die vor ein paar Wochen die afrikanische Woche und jetzt geht's halt natürlich an die Welt- und Ich-Woche. Schaut euch das an, wenn ihr ältere Sachen nicht angeschaut habt. Und hier ist quasi noch eine kurze Rubrik. Die Trudi sagt ciao, ciao. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.